Christoph Anner aus Moskau zugeschaltet. Christoph, jetzt lass uns noch mal über die Explosion in St. Petersburg sprechen. Der Tod des russischen Militärbloggers. Welche neuen Informationen sind denn da jetzt bekannt? Also bei diesem Blogger handelt es sich um Maxim Fomin. Er nennt sich auch Vladlen Tatarski. Das ist sein Pseudonym. 40 Jahre alt. Dieser Mann hat ein äußerst bewegtes Leben hinter sich. Zu Beginn seiner beruflichen Karriere war er Kumpel im Bergbau. Dann hat er als Möbelverkäufer, Möbelhändler gearbeitet, ist in Geldprobleme geraten und hat dann 2011 eine Bank überfallen. Ohne Erfolg ist dann im Straflager gelandet. Und 2014, als der Krieg in der Ostukraine losging, hat er sich den pro-russischen Separatisten angeschlossen. Fomin stammt ja selbst aus der Nähe von Donetsk. Und dann 2019 ist er sozusagen zum Militärblogger geworden, hat aber auch jetzt in der aktuellen Kriegsphase 2022 noch einmal auch an der Front gekämpft. Und der ist ein absoluter Gegner der Kiewer Regierung, hat auch in seinen täglichen Posts, Videoposts stark gegen die Kiewer Regierung gehetzt und Stimmung gemacht. Also ich denke, er war für die Ukraine so etwas wie ein Staatsfeind. Und dann kam es gestern in St. Petersburg eben zu diesem Anschlag in diesem Café im Zentrum der Stadt. Da hat wohl eine 26-jährige St. Petersburgerin eine Büste reingebracht. Die war wohl gefüllt mit Sprengstoff, 200 Gramm TNT hat sie dem Militärblogger, also Fomin, überreicht. Und kurze Zeit später ist diese Büste explodiert. Der Blogger war sofort tot. Zusätzlich sind 32 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Bei dieser jungen Frau, 26 Jahre alt, handelt es sich um Daria Terpova, aber sie ist noch nicht gefasst. Das waren jetzt immer wieder widersprüchliche Angaben den ganzen gestrigen Tag über, auch heute Nacht, aber sie ist wohl noch auf der Flucht. Festgenommen wurde wohl vorübergehend oder festgesetzt ihre Mutter. Da gab es also viel Verwirrung diesbezüglich und die Reaktion der Kollegen von Fomin ist natürlich drastisch hier. Also Alexander Kotz, auch ein wichtiger Militärblogger, hat gesagt, die Erde unter den Füßen derer, die verantwortlich sind für den Tod von Vladlen Tatarski, sprich Fomin, solle brennen. Dann Jewgeni Padubny, ein weiterer wichtiger Militärblogger hier, ein Star auch des russischen Fernsehens, hat gesagt, dass für diesen Terroranschlag die Kiewer Regierung verantwortlich sei. Er nennt das Kiewer Regime und man müsse die Köpfe, die für sowas verantwortlich sind, vor allem in den Reihen der Geheimdienste, ganz gezielt, explizit liquidieren. Andere sprechen von der Vernichtung des Feindes, also sie schäumen vor Wut hier. Die Kollegen von Vladlen Tatarski, die offizielle Sicht des Kremls ist uns noch nicht bekannt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.